Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cathedral! In der letzten Folge haben wir ganz schön viel in diesem komischen Wald hier kennengelernt, haben eine neue Fähigkeit entdeckt und auch diesen komischen Schrein. Das heißt, wir können jetzt hier so einen komischen Geist erscheinen lassen, der uns ja einmal auf den Kopf gefallen lassen haben tut. Und ja, mehr haben wir eigentlich nicht in der letzten Folge gemacht, glaube ich. Ja, ich bin ja am Ende noch gestorben. Ich hoffe, hier unten ist noch irgendwo ein Boss. Hier irgendwo sah auf jeden Fall ein bisschen aus. Und da muss ich jetzt leider nochmal hingehen. Also sehen wir uns gleich wieder. Ah, ich erinnere mich. Stimmt, diese komische Robin Hood hat das letzte Mal getötet. Ich habe übrigens in der Aufnahme nochmal gesehen, dass ich da auch 4 Leben hatte oder sowas. Und der hat mich trotzdem gekillt. Der blöde Jan. Aber diesmal trifft er mich nicht. Ja, tut er tatsächlich nicht. Hä, der hat ja gar keine Leben. Aber er zieht halt mega viel ab, wenn er trifft. Der ist wie diese Harpie in diesem Eisgebiet. Richtig doof. Okay, da bin ich mal gespannt, ob hier war zumindest mal wieder ein Speicherpunkt. Wir hätten nur diesen einen Weg da machen müssen, dann hätten wir schon wieder einen Speicherpunkt gehabt. Und der hier erinnert ja wohl jetzt mega an Mega Man. Mega an Mega Man. Das sind doch diese komischen Typis, die es auch bei Mega Man gibt. Die... Oh shit. Au, okay, das war assig. Die ihren komischen Arbeiterhelm aufhaben und dich dann immer abknallen. An die hat mich das gerade erinnert. Hoch, runter, wo weiter... Das ist voll assig. Hilfe! Hilfe, sterbe! Hilfe, bitte hilf mir! Okay, das wird, glaube ich, richtig lange dauern hier. Der ist 1:1, so wie bei Mega Man. Man kann ihn auch nur angreifen, wenn er aus seinem Hut draußen ist. Ja, also da haben sie sich was abgeguckt. Alles klar, egal. So, komm, hier, jetzt stirb doch endlich. Jo, hallo, was ist denn das für ein Dude? Ich kann ihn nicht töten. Okay, dann bleib halt da unten. So, cool, wenn ich einmal runterfalle, bin ich gleich tot. Passt schon. So, auf geht's. Man muss sofort weiter, sonst ist man instant RIP. Junge! Das Gute ist, umso häufiger ich sterbe, umso weniger Geld verliere ich. Juhu! Okay, okay. Ah, die fallen zusammen! Warum brechen die zusammen? Oh, nö. Unten, oben, unten, unten. Rüber, 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 rüber. Okay, ich werde mich heilen. Holy moly, das hätte ich schon vorher machen sollen. Bitte ein Speicherpunkt. Oh, nee, noch so ein Typ. Okay, den machen wir auf jeden Fall mit Pfeilen kaputt. Der läuft doch immer weg, wenn man ihn einmal trifft. So, komm, die töten wir auf jeden Fall mit Pfeilen. Da habe ich jetzt gar keine Lust zu, dass ich gegen den noch sterbe. Bitte, ach, ich hätte ihn doch von hier unten treffen können. Bitte einen Speicherpunkt. Oh Mann, wieso ist das hier alles so assig? So, du gehst auch kaputt. So, ja, schieß halt einmal, mir egal. Danke für den Pfeil. Da oben würde ich gerne hin. Darf ich da irgendwie hin? Hallo? Ich würd gerne. Hier, ja. Da hat man was aufgemacht. Aber ich komme da trotzdem nicht rein. Ist nicht dein Ernst. Doch. Oh, okay. Man kann hier rein. Und dann... darüber? Ja. Okay. Man kann sich zumindest voll heilen. Kriegt noch ein Buch und kriegt hier auch noch ein paar Pfeile. Aber so richtig ist kein Speicherpunkt. Ist halt das Doofe. Kann man hier auch nach links? Nee. Oh, ich habe immer noch das Gefühl, hier kommt gleich auf jeden Fall ein Boss, ey. Ja, okay, das ist ein Speicherpunkt und keine Musik. Neue Quests. Warum neue Quests? Okay, gucken wir uns an. Irgendwas ist da hinten versteckt in dem Shade Forest. Was kann es sein? Okay, wir sollen das Sekret finden in dem Shade Forest. Wieso kann man hier noch nach links weiter? Ah, das ist hier quasi die Abkürzung, ja? Ah ja, also von oben kann man die kaputt machen, aber von unten nicht. Ich vermute mal, unsere Fähigkeit wird irgendwas mit diesem goldenen Ding hier zu tun haben, die wir hier bekommen. Aber gut, jetzt kommen wir auf jeden Fall hier auch easy peasy lang. Oh Mann, ich habe ein bisschen Angst vor dem Boss, muss ich sagen. Ja, das sieht immer mehr aus wie ein Boss. Das ist der Raum vor dem Boss und gleich kommt der Boss. Hier ist der Schlüssel. Das Schlüsselteil, da kriegen wir unsere neue Fähigkeit. Irgendwas für die Sewers, denke ich mal, oder? Weil das alles so grün ist. Für die Unterwelt. Okay, hallo. Komischer Boss. Mir fehlt ein Schlüssel. Vielleicht kann der Geist da was machen. Hier, schnapp dir das grüne Ding. Okay, also hier komme ich irgendwie nicht weiter. Anscheinend brauche ich erst den Schlüssel, damit hier irgendwas passiert. Den Schlüssel der Sewers dann wahrscheinlich, aber den habe ich halt noch nicht. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Ich habe mich jetzt auf den Boss gefreut. Da ist auch hundertprozentig ein Boss, aber ich komme da halt noch nicht hin. Hä, aber ich komme hier oben auch nicht lang. What the fuck? Und hier komme ich auch nicht mehr raus. Hä? Ich kann doch nur diese Leiter hier nehmen oder diese Ranke. Aber da oben sind diese gelben Teile und an denen komme ich nicht vorbei. Ja, hier komme ich ja nicht vorbei. Ich komme hier nicht vorbei, Leute. Und ich habe schon weiter vorne gespeichert. Ah, okay, man kommt da durch. Oh, ich dachte gerade schon, ich bin jetzt hier eingesperrt. Okay, alles gleich. Das ist ja gemein gewesen. Tja, na gut, dann geben wir halt ein paar unserer Bücher ab. Oh, 6 Stück, das ist 900 wert. Vielen Dank. Das ist das Geld, das ich gerade überall verloren habe. So, und dann meinte die Nikoro nämlich noch, dass wir auf jeden Fall das File-Update
uns holen sollen. Was auch immer sie für ein File-Update meinte. War das nicht hier? Ja, guck mal, hier gibt's auch einen Gargoyle-Key. Und unten im Wald, das waren doch Gargoyles. Meint ihr, man braucht den Key für den Wald? Moment, du bist auch eine Bank, ne? Gib mir mal mein Geld. Gib mir mal 500 Geld und dann kaufen wir uns diesen Gargoyle-Key. Danke. Gut, dann haben wir jetzt den Gargoyle-Key. Jetzt bin ich... Soll ich nochmal in den Wald zurück und gucken, ob der Key da funktioniert? Na gut, ich laufe den ganzen Weg nochmal zurück. Das ist übelst weit dahin, Leute. Und um den Boss zu sehen und vielleicht eine neue Fähigkeit zu erhaschen, probieren wir es mal. Oh, es war richtig. Okay, oh, wieder so ein Gargoyle. Okay, den haben wir doch schon mal gesehen. Allerdings noch nicht in grün. Hat er dieselben Fähigkeiten? Er hat andere Fähigkeiten. Er hat dieses grüne Ding gefressen und jetzt macht er so einen Scheiß hier. Okay, wie können wir den am besten vernichten? Einfach angreifen, ne? Er hat auf jeden Fall ein anderes Muster als der erste Gargoyle. Hier, friss das. Ich habe nämlich mehr Fähigkeiten als letztes Mal. Aua. Ach du Scheiße, jetzt zieht er viel ab. Der hat mir 3 Leben abgezogen mit einem Hit. Nimm das und das und das. Und ich mache ihn einfach gar keinen Schaden. Okay, der ist ganz schön stark. Aber cool, dass der Schlüssel da auf jeden Fall der richtige war. Ich muss leider auch in den Nahkampf gehen. Sonst mache ich nämlich so gar keinen Schaden. Okay, mach doch. Kann man die damit abwehren? Ja, okay, sehr gut. Also das Schild ist auf jeden Fall OP. Und diese Fähigkeit von ihm ist auch OP, finde ich. Ah, fuck. Muss ich heilen? Lass mich in Ruhe. Aber das hat jetzt weniger abgezogen, auf jeden Fall. Okay, also von dieser Fähigkeit müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Und wir dürfen nicht gegen ihn gegenlaufen. Aber ansonsten... Scheiße. Ansonsten ist er eigentlich gar nicht so schwer. Klar, ich habe nur die Hälfte von seinem Leben abgezogen, aber... Ha! Scheiße, ey. Ich hätte mich vielleicht nochmal aufbessern sollen, ne? Ich hätte ja nochmal zu unserem Magier, der uns da gefunden hat, gehen sollen. Zu dem Health-Magier. Und der hätte mich ja verbessern können, dass ich mehr Schaden mache. Naja, zumindest verlieren wir keine Leben. Das ist schon mal positiv... kein Geld. Wir haben jetzt gerade nur 4 Münzen verloren. Das ist positiv. Also bevor man einen Boss macht, auf jeden Fall... Und da oben sind die noch assig. Auf jeden Fall zur Bank gehen und da sein Geld lassen. Das ist, glaube ich, das Schlauste. Zack, 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 zack. Nee, du kriegst mich nicht. Der macht nämlich voll viel Berührungsschaden, der Blödarsch. So, aber solange er nichts macht, die Attacke ist halt super böse. Die zieht auch mega viel ab. So, komm jetzt her. Friss das. Okay, dann friss nicht das. Nein, die Attacke ist böse. Mach die nicht immer. 1, 2, 3. Rüberspringen. Warten. 1, 2. Lass mich in Ruhe. Geh bloß weg von mir. Okay, mach doch. Ich wehr alles ab und schieß dich mit den Dingern hier ab, die nicht wirklich viel Damage machen, aber zumindest ein bisschen. Zack, zack, zack. Oh Mann, könnte man wenigstens im Fight noch ein bisschen Sachen finden. Das wäre toll. Au, Bastard. Jetzt hör auf, mich immer zu treffen. Nee. Ist er denn schneller als ich? Schon irgendwie, ne? Aber sieht diesmal schon besser aus als letztes Mal. Never mind. Doch, aber ich glaube, ich habe ihn auf jeden Fall mehr Leben abgezogen als beim letzten Mal. Okay, ich habe leider keine Pfeile mehr. Das ist ein bisschen belastend, muss ich sagen. Ein bisschen sehr belastend und er wird mich sterben. Er wird mich sterben. Er wird mich sterben, Tuda. Alle guten Dinge sind 3. Was wir vielleicht hätten tun sollen, wäre uns zumindest noch ein Leben zuzuholen. Oder irgendein Upgrade halt. Oder halt, dass ich stärker werde, wie schon gesagt. Ja, geil. Treff mich doch von Anfang an mit deinem Scheiß. Jetzt habe ich sowieso gar keine Chance mehr gegen den. Jetzt muss ich... Ja. Ja, komm, kill mich. Ich habe sowieso keine Chance mehr gegen dich. Ja, ich bin RIP. Wow, danke. Blöder Clive. Alle guten Dinge sind 4. So, mach doch deinen Scheiß. Ich habe diesmal ein Schild. Und ich werde ihn benutzen. Los, ja, friss dein Teil und fühl dich cool. Ich habe einen Schild. Das haben wir, glaube ich, auch random, wo er hinschießt, nicht wahr? So, 1, 2. Rüber, rüber. Warten. Wo soll ich hin? Wo soll ich hin, um dir auszuweichen? Hilfe! Damit trifft er mich immer. Der Blödarsch. Hör doch auf damit. Ich kann mich nicht heilen. Warte. Zack, friss das und das und das. Hü. Okay, okay. Ich mache halt gar keinen Schaden. Ist okay. Du Doofkopf. Toll, mit dem nächsten Hit bin ich schon wieder tot. Warum hat er auch Berührungsschaden? Hätte er keinen Berührungsschaden, dann wäre er, glaube ich, einfacher. Oh, ich lebe ja noch. Warum lebe ich noch? Okay, das verstehe ich nicht, aber ich lebe noch. Ich glaube, das war ganz geil, als er unten einfach rumsaß. Oh. Okay. Und wir ihn einfach mit den Pfeilen abschießen konnten. Pow, pow, pow. Schild, Schild. Pow, Schild. Schild, Schild. Pow, pow. Okay, okay. Soweit, so gut. Wenn er uns nicht trifft, ist alles Knorke. Aber er macht wahrscheinlich gleich seine Feuerattacke wieder. Was soll ich da denn machen? Wenn er Feuer um sich rum hat, mir fehlt eine Fähigkeit, dass ich über ihn rüber dashen kann oder sowas. Okay, schauen wir uns mal diese Stage an. Was haben wir denn hier so? Wir haben... Ah, geht gleich so auf, ohne dass ich irgendwas mache? Okay, wisst ihr was? Los, Geist, greif ihn an. Zack, ja, sehr gut, Geist, sehr gut. Du bist der Allerbeste. Aua, ich wurde getroffen. Geist, wieso beschützt du mich nicht? Oh, Moment, Moment.
Das war anscheinend keine gute Idee. Aber hier am Anfang ihn mit dem Geist angreifen, ist er wohl drin, wenn er noch sein Teil da frisst. Attacke, 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 greif wieder ein. Ja, 1, 2, okay, das langt. Danke, danke Geist. Hast dir zumindest ein bisschen Schaden gemacht. Das ist... Oh, ich werde trotzdem getroffen. Du Blödbast. Blödbast, Blödbast, Blödbast. Ich mach dich jetzt fertig, jetzt ohne Witz. Ja, mach doch deinen Scheiß. Ist mir sowas von... Scheiße. Sowas von egal. Wieso macht er denn immer seine Feuerattacke? Oh mein Gott, ich habe ihn besiegt. Okay, einfach mal die Schnauze halten, dann geht er auch. Mit einem Leben, aber ich habe ihn besiegt. Fall auseinander, du Arsch. Ich habe Angst vor dir. Nicht, dass er gleich noch explodiert, wie diese komischen Krabben da. Wie diese Larven. Bitte explodier einfach. Hallo. Hat er noch Berührungsschaden? Ich habe Angst vor ihm. Ich geh weg. Oh mein Gott. Und wir kriegen nur eine Augmentality-Dingsbums dafür, oder was? Und zumindest auch noch ein Buch. Ja, geil, dass das Buch hier auch noch ist. Ja, Armor Augmentation. Starte mit 4 Herzen statt 3, nachdem du stirbst. Ja, super. Okay, das hat sich ja gar nicht gelohnt für diese Augmentation. Oh, aber ganz viel Geld hier. Leute, wir müssen uns alles angucken. Vielleicht ist ja noch mehr versteckt. Was ein Bastard-Boss. Voll, der hat sich gar nicht gelohnt. Das war auch nur Nebenquest wahrscheinlich. Oh, wir kriegen auch noch ein Schwert. Okay. Tanzanite. Ein gut balanciertes Schwert, das mit 2 Tanzanitensteinen ausgerüstet ist. Jetzt machst du +2 Schaden. Okay, nicht schlecht. Aber schon wieder so ein Gargoyle. Aber der war viel stärker als der erste. Holy moly. Okay, war schön, dass dieser Gargoyle-Key auf jeden Fall auch für diesen Gegner hier war. Bisschen sad, dass wir aber keine neue Fähigkeit bekommen haben. Irgendwie für dieses Goldene. Aber mehr Schaden ist natürlich auch schön. Gut, ich würde sagen, dann holen wir uns hier nochmal die Armor Augmentation. Dann starte ich mich mit vollem Leben, wenn ich sterbe. Das hat mich eben genervt, dass ich immer wieder zu diesen Schreien hin musste, damit ich volle Leben habe. Und noch diesen Ring, dass wir 1% weniger Gold verlieren. Ist doch bestimmt auch schön. Wenn ich das sehe, wie oft ich hier sterbe, ist das vielleicht ganz, ganz ordentlich. Ich habe übrigens eine Review für dieses Spiel schon geschrieben, aber ich darf sie noch nicht abschicken, weil das Spiel einfach immer noch nicht draußen ist. Ich glaube, die haben nicht mal ein Veröffentlichungsdatum, wann genau das jetzt rauskommen soll. Irgendwann in diesem Monat. Aber ich habe so 6000 Wörter oder so geschrieben in meinem Review. Und Steam sagt einfach, nee, du darfst hier nichts schreiben, wenn das Spiel noch nicht draußen ist. Das fand ich ein bisschen sehr doof. Okay, also laut Quest soll ich nach Ivy Witch hier nochmal zurück und irgendwelche Informationen holen zu den Orbs. Wer auch immer hier was darüber wissen könnte, aber ich quatsch dann einfach mal alle Leute an, ne? Oh, lieber guter Magier, weißt du irgendwas über die Orbs oder des Magnus Apparatus? Ein Gelehrter hier in Ivystone. Sein Haus ist voller Bücher. Der Schlüssel ist auf einem hohen Ort. Wenn es runterfällt, dann ist alles cool. Ich wollte sogar zu dem Typen gehen, aber der will ja immer nur Bücher haben. Ich glaube, ich komme jetzt immer noch nicht ran an das Buch. Aber okay, wenn der das sagt. Mein Tag will kommen und jeder wird mich fürchten. Wirst er zittern in Angst. Bloß wenn du meinen Namen hörst. Petro, der Auserwählte. Nein, warte. Israthaluin, der Auserwählte. Israthaluin. Alles klärchen. Er meinte auch eben, er sei irgendein Dämonenkönig und sowas. Das ist ein ganz komischer Typ. Er ist in einem falschen Körper drin und will die Welt unterjochen und sowas. Der ist schon witzig drauf. Aber er mag mich, weil ich wenig rede, meinte er. Und deswegen mag ich ihn auch. Bestimmt auch ein Plot-Twist hier mit dem grünen Dude da unten. Und was er nämlich auch noch meinte, er meinte, wir sollen mit Bill reden. Ich hörte, der Nekromancer lebt im Westen von hier, in einer Pension. Die rote Rüstung, die du hast, ist nice. Aber es wird dir nicht viel Schutz geben. Wenn du zum giftigen Pavillon gehst, solltest du vielleicht erstmal in den Shop gehen. Aber dein Schwert sieht scharf aus. Das kann bestimmt ein bisschen Damage machen. Guck, er hat voll die Ahnung. Er soll einem anscheinend auch ab und zu mal Tipps geben. Also immer mal, wenn man irgendwas Neues hat, irgendeine Quest erledigt hat, mal mit Bill und den Leuten hier in der Stadt reden. Könnte ein bisschen nervig werden, aber gut.
Dieses Schwert, wo hast du es gefunden? Ich wundere mich, ist das das Schwert, das in den alten Geschichten erzählt worden ist? Ich wusste nicht mal, dass es real ist. Ich wundere mich, was noch aus den alten Geschichten wahr ist. Tja. Okay, also die Leute hier aus der Stadt reagieren auf jeden Fall auf das, was ich so tue. Das ist ja schon mal ganz nett. Na gut, aber dann nochmal kurz in die Bibliothek und den Schlüssel da holen, weil das der Magier meinte, wie auch immer ich da hinkommen soll. Irgendwas von wegen gegenschlagen, aber vielleicht geht es mit dem Geist? Vielleicht kann der Geist dagegen schlagen? Darum ist der Schlüssel, aber was soll ich denn hier machen? Der Schlüssel ist garantiert für da unten. Los, Geist, hole diesen Schlüssel. Oh, er kann ihn runterschieben, was? Okay. Geht also nur mit dem Geist hier. Du hast den Bibliothekschlüssel gefunden. Ja, und jetzt machen wir das hier damit auf. Bau. Jetzt bin ich gespannt. Alter, eine neue Inschrift, vielleicht eine neue Fähigkeit, die wir brauchen. Geheimnisse. Viele Jahrhunderte zuvor. Bevor die Monster kamen. Lebte unsere Welt in Wohlstand. Mit enormen Ressourcen an Geistermagie. Geistermagie wurde benutzt, um alles anzutreiben. Es war die Essenz des Lebens. Eines Tages öffnete Ardor, der Weltenverzehrer, ein Portal zu unserer Existenz. Ardor, ein verbannter Halbgott, welcher die Magie anderer Dimensionen fraß, um zu überleben, tauchte aus seinem dunklen Reich auf. Ardor brachte eine Armee, welche von einem furchterregenden Kommandanten angeführt wurde. Unsere Welt wurde vom Krieg verzehrt, welcher fast alle Geistermagie erschöpfte. Gerade noch genug Spuren, damit sich unsere Welt langsam erholen konnte, wurde verschont. Die Kathedrale vom Schattenwald steht als Testament der Zerstörung. An diesem Ort wurde das Portal zwischen den Universen das erste Mal geöffnet. Laut der Legende war die Kathedrale eine Verbindung zwischen Ardors und unserem Reich. Als es so schien, als wäre alle Hoffnung verloren und nur noch Spuren von Geistermagie erkennbar war, verschwand Ardor und schloss die Verbindung. Die Verbindung ist durch Magie verschlossen worden, aber die Legende erzählt von 5 Geisterkugeln, welche im gesamten Land versteckt sind. Von dem ersten Kugel, versteckt in der Kathedrale selbst unter dem wachsamen Auge von Augur, dem großen Betrachter. Der zweiten Kugel, welche im giftigen Pavillon in dem Dreizack des Nekromanten aufbewahrt wird. Der dritten Kugel, welcher in den Tiefen der Knochenkirche von Salemacke, ein Geist, der die Macht besitzt, Götter zu imitieren, bewacht wird. Der vierten Kugel, welche im Dschungel verschlossen wurde, tief im versunkenen Tempel, bewacht von Talia, der Wassertodesfee. Und die fünfte und letzte Kugel, in den unerreichbaren Regionen des Eisspitzenschlosses, bewacht von Nidlong, dem Drachenkönig. Laut der Überlieferung ist derjenige, der alle 5 Kugeln besitzt, in der Lage sein, die Verbindung erneut zu öffnen. Die Prophezeiung spricht von einem zweiten Krieg, in dem Ardor und seine Lakaien wiederkehren. Wird es uns oder Ardor helfen, wenn die Verbindung erneut geöffnet wird? Nur die Zeit kann es verraten. Okay, ja, schon so ein bisschen Zelda-mäßig die Story, ne? Habe ich mir aber schon gedacht. Okay, also es gibt Orbs und komische Leute, die diese Orbs beschützen. Ja, und die müssen wir besiegen. Und ein böser Typ, der in der Dunkelheit lebt. Also, alles wie bei Zelda soweit. Nur, dass der hier nicht Ganon heißt, sondern Ardor. Jetzt wissen wir sogar, wo die Orbs platziert sind, aber ich weiß trotzdem nicht, wo ich jetzt weitergehen kann. Ich habe ja trotzdem nichts Neues freigeschaltet. Ich weiß jetzt nur die Geschichte. Ja, ganz toll.
Na gut, dann würde ich aber sagen, mit dieser Geschichte und wir haben zumindest einen Boss besiegt, war es das dann mit dieser Folge. Ich muss dann mal gucken, ob ich irgendwie einen Weg finde, wo ich das nächste Mal hingehen kann. Ja, aber dann erstmal soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn euch der Fall gefallen hat, dann ansonsten bis zum nächsten Mal und tschüss.